Also, folgende interessante Geschichte. Also, ich habe früher all meine Videos einfach immer random einfach auf D abgespeichert. Also, es gibt ja C und D, verschiedene Speicherorte auf dem Computer. Ich habe immer all meine Videos komplett random irgendwo auf D abgespeichert. Und ich habe die nie wirklich gelöscht. Das ist mir dann jetzt vor kurzem nochmal aufgefallen. Dann habe ich das ein bisschen durchforstet, habe gelöscht, was ich nicht mehr brauchte. Habe insgesamt 100 GB neuen Speicherplatz bekommen. Und bin dann auf etwas gestoßen. Eine Mod-Vorstellung für die Architecture-Craft-Mod. Für die Architecture-Craft-Mod. Und dieses Video ist so alt. Ich nehme an, ihr kennt alle meine That's Elevator-Mod-Vorstellung. Die ist mein zweites Video. Im Moment tatsächlich sogar mein beliebtestes. Startet im Moment ziemlich durch. Fast 550 Aufrufe. Erstmal danke dafür, Leute. Ich sag größtenteils nicht ihr, sind irgendwelche Leute, die halt Aufzüge in Minecraft haben wollen. Aber ja, jedenfalls, das ist mein zweites Video, aber ursprünglich sollte das gar nicht mein zweites Video sein, nämlich eben genau dieses Video. Und deswegen könnt ihr euch schon so ungefähr denken, wie die Qualität dieses Videos aussieht. Ich, Dr. Raxo, hafte nicht für geplatzte Trommelfälle. Schauen Sie folgenden Ausschnitt nur auf eigene Gefahr. Dun. Säulen, Rundungen, Schrägen, Treppengeländer, vernünftige Fensterrahmen. All diese Sachen wünschen sich viele Minecraft-Spieler in Minecraft Vanilla. Wenn du einer von ihnen bist, dann ist dieses Video genau das Richtige für dich. Denn ich stelle dir heute die Architecture-Craft-Mod vor. Hab ich gut geschlafen. Na, du wunderbare Sonne, hast du auch so schön geschlafen. Zeit für meinen morgendlichen Spaziergang. Was ist das? Das ist doch kein Haus. Wer hat das hier hingebaut? Hilfe! Leute! Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren kleinen Modvorstellung mit mir, dem Dr. Raxo. Heute schauen wir uns die Architecture-Craft-Mod an, wie ihr auch bereits im Intro gesehen haben werdet. Mit der es möglich ist, Schrägen, Säulen, Rundungen, die ich hier nicht eingebaut habe, Fensterrahmen und Treppengeländer zu machen. Und eigentlich noch viel, viel mehr. Eine sehr schöne und einfach gestaltete Mod, was ich sehr gut finde. Zunächst braucht ihr diese Architect-Saw-Bench, die ihr folgendermaßen craftet. Normalerweise mit 4 Sticks, einer gewöhnlichen Holzdruckplatte, 2 Eisen, einem Circular Saw Blade, den man so craftet, ebenfalls mit einem Stick und 4 Eisen. Und dann braucht ihr noch einen Large Pulley, keine Ahnung, ob ich das richtig ausgesprochen habe, ebenfalls mit 4 Holz und einem Stick in der Mitte. Dann craftet ihr den und somit könnt ihr auch die Architect Saw Bench craften. Und wusch, hier ist ein sehr gutes Interface, also ein sehr gut gemachtes. Hier sind zum Beispiel Fensterrahmen, hier ein paar runde Sachen, die Treppengeländer, hier noch ein paar klassische Sachen, Slabs, Claddings, also sozusagen eine Tapete, was ich sehr gut finde. Das reicht meiner Meinung nach auch schon für eine eigene Mod, was ich sehr gut finde. Wenn ihr das craften wollt, sagen wir jetzt mal aus weißem Beton, dann müsst ihr einfach nur einen Block reinlegen und euren Wunschblock aussuchen. Wenn da plötzlich nichts auftaucht, steht da unten was zu. 2 makes 3. Heißt, ihr braucht 2 Blöcke und kriegt dann 3. Also, ich nehme mal das hier. Und dann seht ihr, es ist nicht schräg. Dafür müsst ihr Shift drücken. Dann ist es schräg. Das ist auch eine sehr gute Mechanik. So sind mehr Bauweisen möglich. Treppengeländer sind ein bisschen nervig zu bauen, gebe ich zu. Hier sind im Übrigen auch die runden Sachen. So ein Kreis zum Beispiel mal. Können wir auch mal testen, so eine Sphäre. Die ist sehr schön, muss ich sagen. Ein schöner Kreis, keine Ahnung, wofür man den brauchen könnte. So, dann müssen wir mal die Treppengeländer ausprobieren, die wirklich sehr nervig sind. Ich habe auch gerade Gelände da hinten benutzt, das kann ich euch auch gleich mal zeigen. Nehmen wir mal das einfach. Und das. Und das.
So. Dann bräuchten wir erstmal natürlich eine Treppe. So, sagen wir, die Treppe ist mal so hier zwischen. So. Wenn das die Treppenform ist, dann müssen wir die Railings folgendermaßen platzieren. So, geht klar, definitiv. Aber dann ist es hier manchmal ein bisschen stressig. Wie gesagt, wenn ihr es nicht richtig hinkriegt, dann immer die Shift-Taste probieren. Die hilft in dieser Mod eigentlich immer. So, ja. So. Ja, das ist auch wieder blöd. Ja. Nein. Ja. So. Genau so macht man es, okay? ja. So. Et voilà, ein Treppengelände. Wunderbar. Das war doch schön leicht. So, dann nehmen wir mal uns hier so einen Fensterrahmen. Den finden wir hier unter Window. Auch um die Ecke und alles Mögliche. Das ist erstmal ein Einzelobjekt. Aber keine Sorge, wenn ihr es dran baut, dann vergrößert sich das. Also, ich muss sagen, das sieht sehr schön aus. So. Da haben wir aber erstmal nur weiß. Und eigentlich ist da kein richtiges Fenster drin. Dazu würde ich dann natürlich eine Glasscheibe nehmen. Eigentlich muss man eine Glasscheibe nehmen. Und dann hier auf diese schrägen, also diese kleinen Stücke da, einen Rechtsklick machen. Und schon hat man ein wunderschönes Fenster. Tada! Wenn man es im Kreativmodus kaputt macht, droppt es auch nicht, was ich toll finde. Ich weiß jetzt nicht, wie es im Survival-Modus ist, aber ich nehme an, dass es ähnlich sein wird. Ich hoffe, ich konnte euch heute ein bisschen weiterhelfen, vor allem den Bauern unter euch. Ja, Bauer klingt jetzt ein bisschen komisch, also den Erbauern von Dingen. Und ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Halt. So sehr will ich euch auch wieder nicht quälen. Ich überspringe euch jetzt mal hier das Outro. Ich habe keine Ahnung, was ich mir bei Intro und Outro damals gedacht habe. Ob das irgendjemandem gefällt, vor allem bei meinem Intro, das schaltet doch jeder direkt ab. Ich meine, okay, scheinbar nicht. Hat ja gut funktioniert, aber ja, danke fürs Zuschauen. Unverständlich. Wieso habt ihr euch das angeschaut? Wieso? Ich meine, okay, wieso habe ich es hochgeladen? Könnte ich genauso gut fragen, aber ja. Rede ich gerade mit mir selbst so ein bisschen, ja. Vielen Dank fürs Anschauen, Leute. Ich hoffe, ich muss sowas nicht wieder machen, denn ich muss mir das ganze Video natürlich auch anschauen, damit ich da nichts Falsches gesagt habe und Sachen rausschneiden konnte. Ja, das war ein sehr schönes Erlebnis für mich. Ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Tschüss!